270 Synodenväter beraten gerade im Vatikan über das Thema Ehe und Familie bei der Synode. Einer von ihnen ist Abpräses Jeremias Schröder und der ist direkt aus der Synodenaula jetzt zu mir gekommen. Abpräses, schön, dass Sie da sind nach einem so langen Tag. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Jetzt darf ich selber ein bisschen reden. Ich habe heute ungefähr 65 Beiträge gehört, was recht anstrengend war und bin froh, wenn der Tag jetzt bald zu Ende geht. Auf Ihrem Blog auf katholisch.de haben Sie geschrieben, dass die ersten Tage in den Kleingruppen ein bisschen wie im Blindflug verlaufen sind. Jetzt wurden die Berichte vorgestellt, die Ergebnisse von der ersten Woche. Hat sich das wirklich als Blindflug erwiesen? Wir waren natürlich blind unterwegs, aber wir haben heute gemerkt, dass wir im Großen und Ganzen in die gleiche Richtung gegangen sind. Es gab also einige Punkte, die sich durch fast alle Berichte durchzogen. Die Feststellung, dass das Instrumentum Laboris eigentlich zu sehr aus einer westlichen Perspektive verfasst ist, dass man da nochmal dran gehen muss. Der Wunsch, das Ganze viel deutlicher, klarer zu strukturieren und zu ordnen, weil das Instrumentum Laboris tatsächlich recht sperrig ist. Da hat sich gezeigt, die sind ganz ähnlich mit den Dingen umgegangen. Es ist schon so gewesen, einige waren recht kreativ und frei und haben gesagt, ach, das ändern wir und das stellen wir um und die Überschriften sind auch alle neu zu machen. Andere haben ganz brav Nummer für Nummer durchgearbeitet und kleine Ergänzungen oder Korrekturen vorgesehen. Aber insgesamt merkt man, die Synode bewegt sich jetzt, die beschäftigt sich mit dem Klein-Klein des Themas und das muss ja auch irgendwann passieren und kommt da wohl auch voran. Mich selber hat gefreut, dass etliche dieser Berichte darauf hingewiesen haben, dass der Grundton zu pessimistisch ist. Die Welt wird so und die Moderne wird beschrieben als was ganz Fatales, Familie ist nur bedroht. Und die Synodenväter haben gesagt, wir müssen auch sagen, was alles an Schönem da ist, an Gutem, was in den Familien passiert, wie viel Familie gelingt und die Welt bereichert und dass auch das, was die Welt uns heute bietet, nicht alles nur schlecht ist. Das kommt mir sehr entgegen und ich hoffe, dass wir in der Richtung auch ein bisschen weitermachen können. Sie haben in zweierlei Perspektive eine besondere Rolle, würde ich mal sagen. Zum einen sind Sie Ordensmann unter so vielen Bischöfen und Kardinälen und zum anderen sind Sie einer der wenigen, der, glaube ich, 9 Monate im Jahr unterwegs ist. Das habe ich zumindest gelesen, dass Sie so viel durch die Welt reisen, um die unterschiedlichen Abteilungen Ihres Ordens zu besuchen. Wie ordnen Sie selbst Ihre Perspektive in der Synode ein? Ich bin gut eingebettet in diese Gruppe der 10 Ordensleute, die von der Generaloberenvereinigung entsandt wurden. Wir sind eigentlich alle recht ähnlich aufgestellt. Wir haben vergleichbare Aufgaben, sind sehr viel unterwegs. Keiner von uns spricht nur für eine Kultur oder ein Land. Und das merken wir auch, wenn wir uns jetzt in den Pausen treffen, immer wieder, dass wir die Dinge recht ähnlich sehen. Das ist ein großes Bestreben da bei uns, es zu erreichen, dass die Synode auch regional Kompetenzen abgibt, dass die Synode dem Papst vorschlägt, doch Zuständigkeit für den pastoralen Umgang mit manchen Situationen wirklich auch in den Ländern beantworten zu lassen. Das ist aber auch ein Vorteil. Wir merken, dass bei vielen Bischöfen, wenn die anfangen mit ihren Beiträgen, vor allem in der Kleingruppe, bei uns in Indien ist das so oder wir machen das in meiner Diözese so. Und wir sehen immer schon die Verschiedenheit und das Vielfältige, was eigentlich möglich ist. Die Synode befindet sich jetzt gerade mitten in der Diskussion um den Teil 2 des Instrumentum Laboris. Was erwarten Sie für die Diskussion um diesen Teil? Ja, ich hatte jetzt heute den Eindruck, dass dieser Teil 2 so in einer schönen Weise jetzt ermöglicht, Sachen zusammenzuführen, ohne dass es allzu brisant, allzu dramatisch wird, weil wir natürlich alle wissen, im Teil 3, wo die konkreten pastoralen Lösungen vorkommen, da wird es richtig heiß werden. Heute, in diesen Tagen, schauen wir nochmal überhaupt das Verhältnis von Familie und Kirche. Da werden viele interessante Sachen gesagt. Mich hat das heute richtig berührt. Als ein Synodenteilnehmer, der einfacher Pfarrer ist, den der Papst eingeladen hat, gesagt hat, ja, ich bin mit diesem Schnellzug jetzt hierher gekommen, diesem neuen Schnellzug, der nirgendwo hält. Und manchmal kommt es mir so vor, dass unsere kirchliche Doktrin wie so ein Schnellzug ist. Wunderbar, perfekt, alles funktioniert großartig, aber wir können nirgendwo aussteigen, um mit den Leuten zu reden. Und er hat dann erzählt, wie es ist, wenn er ins Gefängnis geht. Da sagt er natürlich, zur Barmherzigkeit gehört immer auch Wahrheit. Aber wenn ich mit einem Gefangenen rede, fange ich nicht mit der Wahrheit an, sondern mit der Barmherzigkeit. Da merkt man, wie auch dadurch, dass so Praktiker da was zu sagen bekommen, da deutlich wird, wie kommen wir an die Menschen hin? Es geht ja gar nicht darum, ewige Prinzipien in Frage zu stellen oder neu zu formulieren, sondern wie kann das, was wir im Herzen glauben, wirklich auch bei den Menschen ankommen? Sie haben schon angesprochen, dass in Teil 3 es richtig zur Sache gehen wird oder Sie erwarten, dass es richtig die Diskussionen heiß laufen werden. Jetzt könnte man sagen, Teil 1 und Teil 2 so ein bisschen das Warmlaufen, Abtasten und auch Üben der Diskussionskultur. Wie ordnen Sie die Gesprächskultur ein im Augenblick?
Also vor allem im Teil 1 war das ganz deutlich spürbar. Da mussten wir erstmal zueinander kommen, schauen, wie das funktioniert. Das Prozedere, die Verfahrensweise der Synode ist ja ganz neu geordnet worden. Das hat es so noch nie gegeben. Das heißt, auch alte Synodenhasen, ich habe heute mit jemandem gesprochen, der ist auf seiner 8. Synode, die sagen mir, das ist eine Revolution, das ist jetzt ganz anders und das muss ich erst einspielen. Wir haben auch gemerkt, dass die Kleingruppen teilweise recht unterschiedlich arbeiten. Da, wo ich bin, in dieser englischsprachigen Gruppe, da wird wirklich zu einer Frage weitgehenden Konsens gesucht und dann am Schluss guckt man, was für ein Antrag wird da draus zur Änderung des Dokuments. Und anderswo, in anderen Gruppen, da darf jeder Einzelne im Grunde sagen, was ihm nicht passt und dann wird kurz geschaut, sind die anderen dafür oder dagegen und dann geht es weiter. Also ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Das wird vielleicht auch nötig sein, darauf nochmal zu schauen, dass man das etwas mehr harmonisiert. Aber insgesamt merkt man, sobald wir in den Kleingruppen miteinander reden, fallen diese die Vorurteile weitgehend ab. Da wird es auf einmal ganz ernst, da begegnet man sich auch wirklich mit Anstand und Entgegenkommen und auch herzlich. Und da geht es dann um die Sachen und da tauchen ganz überraschende Blickweisen oft auf, die uns wirklich helfen, auch gemeinsam weiterzugucken. Sie haben gerade das Wort Revolution in den Mund genommen oder zitiert. Jetzt wird Papst Franziskus ja auch immer wieder als Revoluzer, sag ich mal, betitelt in den Gazetten dieser Welt. Welche Rolle oder wie nehmen Sie Franziskus jetzt bei der Synode bislang wahr? Unheimlich wichtig ist seine Präsenz. Er ist immer da, bei allen Vollversammlungen der Synode. Er kommt früher, er setzt sich hin, er unterhält sich mit den Leuten, er ist in den Kaffeepausen da. Er zeigt euch seine Präsenz. Erstens, mir ist das ganz wichtig. Und er führt die Synode auch in gewisser Weise. Da gibt es diese ganzen Offizialen, die Aufgaben haben. Aber in einem kritischen Moment am zweiten Tag der Synode hat er auch wirklich das Wort ergriffen und gesagt, jetzt will ich nochmal erklären, wie das so ist. Und hat dann erklärt, wie das jetzt hier so ist. Und dann waren auch einige Zweifel ausgeräumt und es ging wieder mit frischer Kraft weiter, statt dass wir uns da über Vorgehensweisen gegenseitig da in den Haaren gelegen hätten. Der Papst hat eine starke Rolle und man erkennt auch, er will was erreichen. Er will, dass bei der Synode was rauskommt und das gibt mir jetzt auch Zuversicht, dass das klappen wird, denn er ist ja der Papst. Insgesamt verläuft die Synode über 3 Wochen, das ist schon ziemlich lang. Gibt es schon erste Ermüdungserscheinungen oder wie beugen Sie persönlich denen auch vor? Total. Also ich bin richtig müde heute schon. Ich freue mich schon, wenn Sonntag ist und da mal ein Tag ist ohne Synode. Ich genieße, dass ich hier nicht in einem dieser Klerushäuser in der Nähe des Vatikans wohne, sondern bei meinen eigenen Mitbrüdern auf dem Aventin in Sant'Anselmo, der Benediktiner Hochschule mit dem Kolleg und dem Abt Primas. Und da ist es fast wie zu Hause. Also da ist ein sehr mitbrüderlicher Umgang. Da fragen mich dann mal, was war heute auf der Synode los und so. Und es ist richtig familiär. Und für mich ist das eigentlich die Entspannung, die ich habe. Da kann ich wieder ins Chorgebet gehen. Da singen wir die Psalmen, die wir überall singen. Und da kann die Seele dann wieder ein bisschen durchschwingen und zur Ruhe kommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen für die weiteren Beratungen alles Gute und lese weiterhin fleißig Ihren Blog und vielleicht sehen wir uns auch noch für ein anderes Mal fürs Interview wieder. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie das alles so aufmerksam begleiten, weil ich denke, das ist auch wichtig und ich freue mich, dass Sie da dem deutschen Publikum auch ermöglichen, da das mitzubekommen, wie es hier läuft. Alles Gute. Dankeschön. Danke.